Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Dragon Ball Kollektion und heute öffnen wir gemeinsam eine Special Anniversary Box 2021. Und zwar ist es die Super Saiyan 4 Gogeta Version. Eine sehr schöne Box. Super zum Aufbewahren von Karten. Hier haben wir einmal ein Set aus 70 Karten. Dann werden wir hier zwei Booster Packs von dieser Art haben, vier Booster Packs von dieser Art. Und eins von vier Sleeves, die garantiert drin sind. Hier haben wir die komplette Edition einmal. Alle Boxen haben wir schon mal geöffnet, bis auf die. Die öffnen wir heute. Wie immer eine sehr schöne Aufbewahrungsbox. Super Saiyan 4 Son Gohan. Super Saiyan 4 Bardock. Und hier unten wird sich auch noch was befinden. Wir öffnen die Box jetzt einmal. Und dann schauen wir nochmal, was sich als letztes Bild dort befinden tut. Endlich mal wieder was von Dragon Ball öffnen. So, jetzt nehmen wir mal hier. Nice. Super Saiyan 4 Vegeta. Super Saiyan 4 Gogeta. Super Saiyan 4 Son Goku. Sehr schön. Dragon Ball in der Hand. Das sieht auch krass aus. Son Goku, Son Gohan, Vegeta. Und Bardock. Sehr nice. Bin gespannt, ob wir heute mal was Neues kriegen. Als wie bei den anderen. Einmal die Bulk-Karten. Ich glaube, die brauche ich jetzt einmal nicht zeigen. Die sind nämlich gleich zu den anderen Videos. Wir haben sehr schöne waagerechte Sleeves bekommen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Welche gab es nochmal zur Auswahl? Es gab einmal die waagerechten Ultra Instinct Goku, Kid Goku und die dunklen Dragon Balls. Wir haben recht schöne bekommen, muss ich sagen. Also das sind fette Sleeves. So, dann haben wir hier noch 2, 3, 4, 5, 6. 6 Booster Packs. Und das war's auch schon. Mal die Pappe weg. Und schon haben wir einen schönen Aufbewahrungskarton. Heute mit Waffy. Ich denke mal, die beiden machen wir zum Schluss auf. Wir fangen an mit den Reprints. Booster Packs. Hier war ja immer die letzte Karte voll. Es geht los mit Videl. Sehr nice. Vegeta, Super Saiyajin, Krillin vs. Garlic Junior und wir haben eine Videl Holo. Sehr schön. Legen wir mal dahin. Zweites Pack. Ich denke mal, das wird ein kurzes Opening sein, das geht recht schnell. Es geht los mit Metal Cooler. Sieht aber farblich gesehen in Real Life, sieht die Karte wirklich sehr schön aus. Also muss ich schon sagen, vielleicht gibt es sie jetzt auch noch gleich als Holo. Vegeta, Kid Raditz und Vegeta Super Saiyan in Holo. Okay, ist in Ordnung. Nächstes Pack. Es geht los mit C17 aus dem Turnier der Kraft. Vegeta mit der Maske. Cell. Wir haben Krillin vs. Garlic Junior. Eine sehr schöne Karte. Nehmen wir mit. Und zu guter Letzt Booster Pack Nummer 4. 4 von 4. Es geht los mit Champa. Saiyaman, Son Gohan. Hachiak, den mag ich sehr, sehr gerne. Und wir haben die Cooler Karte. In voll. Also ich muss sagen, vom Detailgrad her mit Glitzereffekt, diesen Schraffierungen, sieht die Karte sehr nice aus. Aber ich bin der Meinung, der festen Überzeugung, ich habe die Karte noch gar nicht. Also das ist schon mal eine große Bereicherung für meine Sammlung. Sehr nice. Kommen wir zu den zwei Booster Packs mit 5 Karten. Mal schauen, was uns hier erwarten tut.
5 verschiedene Holo-Karten. Es geht los mit Super Saiyan 4 Son Gohan. Broly, sehr nice. Nochmal Broly. Lord Slug, die Karte ist bekannt, die haben wir schon diverse Male. Und Zamasu. Kommen wir zum zweiten Pack. Mal schauen, was wir alles doppelt haben werden. Hier geht es los mit Goku Black Rosé. Super Saiyan 4 Gogeta. Nice. Super Saiyan 4 Son Goku. Goku Black. Und zum Schluss haben wir God of Destruction Topo. Skill Break. Die Karte ist fett. Ich glaube, jetzt habe ich sie zum dritten Mal. Eine sehr, sehr schöne Karte. Eine brutale Szene. Wie ihr wisst, mag ich ja gerne Freezer. Und ja, das war's auch schon mit dem Opening. Ein paar schöne Holo-Karten. Ich habe mir das auf Kartenmarket gekauft. Zwischen 10 und 20 Euro müsst ihr rechnen. Zuzüglich noch Versand. So sieht das Ganze aus. Eine sehr, sehr schöne Box zum Aufbewahren. Gogeta richtig nice. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.